Meister und Diätkoch, ich bin also kein Wissenschaftler. Und ich habe in Hamburg einen Laden, der heißt Zaubertrank. In dem machen wir etwas zu essen, zu trinken oder zum Rauchen aus den Sachen, die in und um Hamburg wachsen. Jenseits von dem, was im Supermarkt zu haben ist. Denn im Supermarkt muss alles haltbar sein. Durch das Haltbarmachen geht natürlich vieles verloren. Und dementsprechend mache ich meine Sachen auch haltbar, aber versuche sie so haltbar zu machen, dass sie sich nicht verloren gehen. Und dadurch verhalten sich diese Sachen anders als normal. Und um mit denen umgehen zu können, muss jeder, der bei mir was kaufen möchte, in den Laden kommen, 2-3 Stunden Zeit mitbringen für eine Grundaufklärung über Verdauung und Konservierung. Erst wenn ich sicher bin, dass Sie verstanden haben, wie Sie mit meinen Sachen umgehen können, lasse ich Sie mit meinen Sachen umgehen, damit nicht was passiert, was wir alle nicht wollen. Das als Vorgabe vorweg. Im Internet steht von Elfen zu Phytohormonen. Hier auf diesem Zettelchen steht Rauchmischung mit Annäherung an psychoaktive Pflanzen. Ich möchte jetzt irgendeine Dame aus diesem Raum haben und irgendeinen Herrn, der hier nach vorne kommt. Wir wollen ja über Annäherung reden. Ja, komm her. Eine Dame noch. Komm. Kommst du dahin? Nach welchen? Ich möchte das so machen. Stellt euch vor, ihr seid das Publikum. Stellt euch vor, das beides sind die Kandidaten. Und stellt euch vor, die haben gerade den Zu-Publikums-Joker geholt. Und ihr dürft immer den beiden helfen, ohne vorher was sagen zu müssen. Ihr könnt einfach sofort helfen. Nach welchen Kriterien sucht ein Mann sich eine Frau aus? Natürlich. Das Innere des Gesichtsfeldes muss dem der Mama entsprechen. Du lachst. Dadurch kommt es häufig, dass man sich den falschen Mann die falsche Frau aussucht, weil man auf dieselben Fehler reinfällt, auf die man schon konditioniert ist. Das zweite ist der Schlüsselbeinbereich. Wenn das Kind am Busen hängt, sieht es das als erstes. Der Schlüsselbereich muss auch dem der Mama entsprechen. Und dann guckt er auf Busen oder Po oder Po oder Busen. Und wenn die Zeiten gut sind und man selber nicht im Stress ist, ist die Dame eher schlanker. Und wenn die Zeiten schlecht sind oder man selber im Stress ist, dann ist die Dame, die man sich aussucht, eher größer, weil sie Sicherheit verwirrt. Nach welchen Kriterien suchen Frauen sich Männer aus? Das Äußere des Gesichtsfeldes muss dem des Papas entsprechen. Und dann? Quatsch. Tut mir leid, also wenn ich jetzt Quatsch mache, meine ich das überdeutlich. Das heißt nicht, dass du Quatsch sagst, sondern ich wollte nur deutlich sagen, nein, garantiert nicht. Auch nein, nein. Nein, nein, nein. Na, ja, ja, geh mal hin zu ihr. Riech mal an ihm. Riech mal an ihm. Riech mal. Du musst zu ihr kommen, dass sie an dir riechen kann. Ja. Wenn er gut riecht, mag sie ihn. Wann riecht er gut? Wenn seine Gene und ihre Gene und wenn seine Hormone und ihre Hormone weit genug auseinander sind. Das heißt, sie kann Hormone riechen und Gene riechen. Männer können das auch, aber sie suchen sich danach nicht ihre Frau aus. Das heißt, wenn man eine Frau haben will, ne, sieh zu, dass sie auf dich aufmerksam wird und dann sieh zu, dass sie an dir riecht. Und wenn sie dann nicht empört ist und sagt, hey, stinkst oder sonst irgendwas, sowas, dann hast du eine Chance, dann kannst du anfangen, was zu machen. Wir haben ein großes Problem. Wann immer die Frau Hormone zu sich nimmt, Pille, Hormonspritze, Pflaster oder sonst was, verändert sich ihr Körpergeruch so doll, dass sich Männer aussucht, die deutlich aggressiver sind, als sich normale aussuchen würden, oder nicht zu ihr passen, kaum sie hat die Pille abgesetzt, ist sie schwanger, schneller als sie gucken kann, kann ihn nicht mehr riechen, fliegt er raus, vermutlich 50% der in Deutschland lebenden alleinerziehenden Frauen sind aus diesem Grund alleinerziehend und der Mann steht einmal außen vor, ist der Böse und weiß gar nicht warum. Das heißt, solltet ihr euch eine Frau aussuchen, ihr Männlein, seht zu, dass ihr wisst, ob sie die Pille nimmt. Nimmt sie die Pille, gibt es ein ganz einfaches Mittel. Tagebuch. Morgens, wie war die Nacht mit ihr? Abends, wie war der Tag mit ihr? Nach 4 Wochen Pille absetzen, gründlich anders verhüten, weiter Tagebuch führen, 3 Monate lang. Geht in dieser Zeit der Stresslevel deutlich hoch, ist das ein Zeichen dafür, dass sie nicht zusammenpasst.
Dann kann er sich noch vollpumpen mit Sellerie. Das verändert seinen Körpergeruch so, dass sie ihn wieder mag. Geht dann der Stresslevel deutlich runter. Es ist ein sehr deutliches Indiz dafür. Und dann separiert euch lieber von dieser Dame und haltet sie als gute Freundin, aber keinen Sex mehr, weil die Kinder könnten krank werden. Soweit alles klar? Erstmal vielen Dank an euch beide. Hormone. Die hatte ich, glaube ich, schon. Warst du da? Wie heißt deine Hausgöttin? Deine Hausgöttin? Ja. Wie heißt die Hausgöttin? Hier, Nordeuropa. Seit Jahrtausenden. Ich kenne nur die der Jagd. Die heißt? Ist das nicht Diana? Das ist südlich der Alpen. Ich meine hier im Norden. Freier? Was? Freier? Auf Deutsch. Wer schüttelt die Betten aus? Holle. Wie heißt Frau Holle südlich der Alpen? Diana oder? Weiter östlich? Artemis. Der Göttin Artemis sind Artemisien geweiht. Artemisia vulgaris, die gewöhnliche, überall vorkommende, normale, Beifuß. Mutter aller Pflanzen. Kannst du mal kommen? Reib das mal in deine Hand, ganz doll. Zeig mal. Das wird wollig. Und wenn es trocken ist, wird es ganz doll wollig. Und dieses wollige Knäuel hält was zusammen, wie eine Mutter, die alles zusammenhält. Hat man zu viel Mutter in der Beziehung, erdrückt das alles. Hat man zu wenig Mutter in der Beziehung, zerfällt das alles. Beifuß, die Mutter aller Kräuter, kommt eigentlich nur rein, weil sie die Rauchmischung zusammenhält. Allerdings ist Beifuß natürlich auch wirkstoffhaltig, beim Rauchen nicht so doll. Und die Blüten und vor allen Dingen die Samen oder die ausgeblühten Stände in der knallen schön beim Rauchen, ohne dass sie breit machen. Das heißt, man merkt, dass da was ist, ohne dass man gleich das Bewusstsein verliert. Und dann gibt es ein Kraut, das heißt Tussi, Largo, Farfara. Tussi, der Husten. Largo, das Beruhigen, Fanfara, die Fanfare. Beruhigt das trompetenähnliche Husten. Huflattig kommt immer in die Mischung rein. Und natürlich spitzwegerig. Und wenn man das nicht da hat, breitwegerig, weil es die Entzündung der Lunge verhindert. Fliegenpilz habe ich jetzt natürlich nicht da, weil es die Schleimhäute feucht macht. Und wenn die Lungenschleimhäute schön feucht sind, dann verhindert es, dass die Stoffe, die dort sich ablagern, liegen bleiben, denn es macht, dass die kleinen Flimmerhärchen die Schadstoffe rausschmeißen können. Und dann natürlich noch ein Alkaloid, wie zum Beispiel schwarzer Nachtschatten oder Tollkirsche, die hier so üblich sind und wachsen. Das wäre eine Rauchmischung. Wir bleiben aber zurück bei der Göttin Artemis. Wenn ich die Phytohormone der Pflanze Artemis zu mir nehme, beispielsweise der Pflanze Artemisia absinthum, Wermut, egal ob geraucht oder gegessen oder getrunken, Absinth, solange sie nicht getötet worden sind, weil es haltbar gemacht wurde, kann ich, wenn ich davon viel kriege oder besonders sensibel bin oder sensibel gemacht wurde, die Phytohormone wahrnehmen. Und wenn ich das aufgrund meiner kulturhistorischen Bildung als grüne Fee wahrnehme, als weibliches Wesen, dann bin ich auf einmal in einem religiösen Bereich, der mit Religion nichts zu tun hat. Denn wenn ich einen Gott wahrnehme, eine Göttin in diesem Fall, meine Hausgöttin persönlich, habe ich nichts anderes getan als neudeutsch Phytohormone wahrgenommen. Wir uns im Laden versuchen, die Phytohormone am Leben zu lassen und dann Absinth zu machen. Wobei ich den Namen Absinth, der überall für alkoholreiches Abwaschwasser verwendet wird, lieber nicht nehme, sondern einfach bei den normalen Pflanzen bleibe. Also ein Artemisia-Likör habe oder ein Beifußsirup oder ein Muscatella-Salbei-Bier. Dann können wir Pflanzen wahrnehmen. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, wann ist was gefährlich? Die junge Dame, der junge Mann, nicht mehr ganz so junge Mann, die junge Dame. Für jeden ist es anders. Niemand weiß, wie viel gut ist. Wie kann ich richtig dosieren?
Und in welcher Art tue ich das am besten? Kontrollierte Bedingungen. Die Zufuhr von Wirkstoffen auf den Körper kann nicht per se schlecht geführt werden. Weder die Zufuhr über die Lunge, noch über den Magen, noch über die Haut, noch über den Anus, die Vagina oder unter die Haut. Unter die Haut extrem gefährlich, sollte man nur ausgebildete Spezialisten machen lassen. Ja, weil da was reingestochen, Hölle gefährlich. Allen Versionen möglich ist es, zu viel zuzuführen. Bin ich in einem Raum voller Rauch, kann ich an einer Rauchvergiftung sterben. Das Rauchen an sich aber ist nicht schlecht. Das Rauchen an sich ist nichts anderes als das Zuführen von Wirkstoffen über die Lunge. Mit dem Vorteil, dass die Wirkung schnell kommt, bald wieder aufhört und man schlecht überdosieren kann, außer man ist einmal im Raum voller Rauch. Habe ich was gegessen, habe ich sehr schnell, sehr viel zu viel über die Haut aufgenommen. Wenn es denn durchkommt, kann auch ganz schnell zu viel sein. Oder es kommt nicht durch, weil meine Haut hart genug ist. Rektal oder vaginal, dasselbe Problem. Warum sind die Leute nach Zigaretten süchtig? Oder andersrum, welchen Sinn macht Tabak eigentlich? Welchen Sinn macht das? Na, hier hat man doch einfach nur, also zumindest in der westlichen Kultur, hat man doch so einen Zeitabschnitt, das ist, finde ich, das, was am meisten auffällt, wo einen jeder in Ruhe lässt, wo jeder sieht, du machst gerade eine Pause und jeder Ruhe lässt, und das ist sowas. Ja, aber welchen Sinn macht Tabak? Macht keinen Sinn hier. Doch, 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 das ist schon alles richtig, das ist ja richtig. Aber welchen biologischen Sinn macht Tabak? Welche Wirkung hat Tabak? Ja? Den Hirnkreislauf, ausschließlich den Gehirnkreislauf. Deshalb der häufige Griff nach einer Tasse Kaffee, weil dann der Körperkreislauf auch angeregt ist. Denn Kaffee riecht ja nahezu ausschließlich den Körperkreislauf an. Warum sind die Leute nach Zigaretten süchtig? Mit Gewohnheit, weil das mit Situationen damit assoziiert werden. Das hatte sie eben gesagt, das ist nicht ganz unrichtig. Was ist aber die Hauptsucht bei Tabak? Zusatzstoffe. Welche Zusatzstoffe? Wenn ich jetzt beispielsweise Indian Spirit rauche, ist das nicht drin, trotzdem sind die Leute danach süchtig. Was löst die Sucht aus? Was hast du gesagt? Wenn jemand nach Alkohol süchtig ist, geben wir ihm Alkohol, um vom Alkohol wegzukommen? Nein. Wenn jemand nach Opium süchtig ist, geben wir ihm Opium, um vom Opium wegzukommen? Nein, tun wir nicht. Wenn jemand nach Koka süchtig ist, geben wir ihm auch kein Koka, um vom Koka wegzukommen. Warum kriegen Nikotinsüchtige Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi, Nikoretten oder Nikotinspritzen? Interesse liegt nicht darin, sie vom Nikotin wegzubringen. Nein, sie sind nicht nach Nikotinsüchtig. Jedenfalls nicht in der Art, wie wir die Sucht nach Alkohol kennen. Es ist was ganz anderes. Wenn ich eine Zigarette rauche, ist die Zigarette schneller aufgeraucht, als die Wirkstoffe angekommen sind und ich muss nochmal, weil ich nicht genug habe. Und nochmal, weil ich nicht genug habe. Und bei der nächsten Gelegenheit gleich nochmal, weil ich nicht genug habe. Wenn ich mich hinsetze und eine Pfeife rauche, brauche ich mehr Zeit. Dadurch kommen die Wirkstoffe an und ich kann aufhören, wenn ich genug habe. Zweitens, wenn ich eine Zigarette rauche und mache ich einen Filter vor, weil ich Ruß und Teer nicht haben will. Leider bleibt auch das Nikotin da drin hängen. Das ist genauso schlau, als wenn ich ein Sieb vor den Mund setze, wenn ich esse. Im langen Rohr kondensiert der Teer. Im Teer bleibt, bleibt der Ruß hängen, aber die Wirkstoffe, unter anderem Nikotin, kommen durch. Es ist ein langes Rohr, das kühlt. Wenn ich langsam rauche, schnell rauchen, zieht die Luft so schnell durch, es kann nicht kondensieren, ist ein guter Filter. Wenn ich von Zigarette auf eine langstielige Pfeife umsteige, reduziere ich in der Regel die Hälfte bis drei Viertel, nicht weil ich weniger rauchen will, sondern weil ich mit weniger auskomme. Allerdings ist es nicht üblich im Moment in unserer Gegend zu rauchen. In Dänemark ist es üblich, dass Frauen Pfeife rauchen. Wenn in Deutschland eine Frau mit Pfeife gesehen wird, erntet sie Kopfschütteln bis in deutliche Ablehnung. Klar, so ein schönes Teil, sieht hübsch aus einer Baumknolle hergestellt, ist natürlich ganz nett. Gehst damit durch die Straße, sagen alle, oh, rauchst du Hasch? Ne? Deshalb nimmt man eine schöne Lesepfeife. Dann sagen alle, oh, bist du auf Pfeife umgestiegen?
Die Zusatzstoffe beim Rauchen sind selbstverständlich schädlich. Warum sind die da drin? Das Rauchen zu erleichtern, um den Rauch wegen weniger Hustenreiz verursachen zu lassen und somit das mehr Rauchen und schnell mehr Rauchen zu ermöglichen. Das heißt, die machen das nicht, weil sie uns irgendwie vergiften wollen, sondern weil die moderne Industrie versucht, die Bedürfnisse der Leute zu befriedigen. Das heißt, weil ich schnell eine reinziehen will und die schnell ordentlich funktionieren muss, machen die das. Statt mir zu erklären, das ist der falsche Weg, du musst dich hinsetzen und sowas machen, damit verdient man kein Geld. Damit, dass ich euch gerade aufgeklärt habe, verdiene ich keinen Cent. Niemand wird hinterher sagen, hier, du hast mir was beigebracht, hier hast du 100 Euro. Aber wenn man den Wünschen der Leute folgt, dann kann man ihnen was verkaufen, das wollen die haben und damit kann man viel Geld verdienen. Es ist allerdings leider nicht ganz so sonderlich gesund. Mal ein bisschen rauchen ist ja nicht schlimm. Was haben wir eigentlich geraucht, bevor Tabak kam? Was? Kräuter. Welche? Hanf. Ah, war hier nicht so sonderlich heimisch, ne? Ist ja Hanf. Was haben wir dann geraucht? Jede Pflanze hat eine Wirkung. Das heißt, ich hätte wissen müssen, welche Pflanze welche Wirkung hat. Ich habe ja schon angefangen mit Beifuß, spitzwegerig oder breitwegerig, Huflattig und Fliegenpilz. Malven, das sind auch Hibiskus und das sind auch Stockrosen, machen dasselbe, was Fliegenpilz macht. Machen die Schleimhäute feuchter, gehören in Aphrodisiaka, feuchte Frauen machen beiden mehr Spaß, und gehören in Rauchmischungen, damit die Lungenschleimhäute feucht sind. Waldmeister, der Meister des Waldes. Ich bezeichne ihn immer als Dirigent. Wenn euch eine Bühne vorsteht, da steht ein Musiker, der ein Schlagzeug spielt, einer eine Geige, einer eine Trompete und einer, ich weiß nicht, eine Oboe. Jeder macht seine Musik. Steht der Dirigent da, wird das ein Konzert. Steht der Dirigent alleine da, ist das Komik. Waldmeister harmonisiert die anderen Kräuter. Im Waldmeister, formalrechtlich, ist Kumarin, zu viel ist auch wieder ungesund, ist auch im Damaszenerkümmel, ist in der Tonkabohne, ist im Büffelgras, im Mariengras, ist im Zimt, ist in der Vanille. Waldmeister harmonisiert die anderen Mischungen. Das heißt, es macht Sinn, in eine Rauchmischung Waldmeister reinzutun. Königskerze zum Beispiel öffnet den Kopf. Das heißt, macht, dass der Geist aufnahmefähiger und aufnahmewilliger wird. Mädesüß gegen Kopfschmerzen, gegen Gicht, gegen Rheuma und so ein Zeug. Damit es nicht so weh tut vielleicht, entzündungshemmend, auch wieder gut für die Lunge. Nach diesen Kriterien wurde früher und kann auch heute noch eine Rauchmischung zusammengestellt werden, die jeder theoretisch selber sammeln und trocknen kann und die dann kein Geld kostet, nur ein bisschen Zeit. Und alles, was man essen kann, kann man rauchen, oder was man rauchen kann, kann man essen und trinken. Und deshalb machen wir bei uns im Laden auch Sachen zum Essen und Trinken und Rauchen, aus dem, was in und um Hamburg wächst. Der Weg vom Phytohorn, von der Elfe, als ich klein war, fragte ich meine Großmutter, Oma, woher wissen die Pflanzen, wann sie wachsen sollen? Sagte Oma, das sagen ihnen die Elfen. Wir sind im Botanischen Garten. Wenn ihr zu einem Botaniker geht und fragt, wann wächst die Pflanze, fängt er erst an zu sagen, Wärme, Licht, Feuchtigkeit. Und dann kommt er hin und sagt, Phytohormone in den Pflanzen verursachen, dass sie wachsen. Damit ist immer noch nicht erklärt, wo die Phytohormone herkommen, in der Pflanze gebildet, wer dafür zuständig ist, irgendwelche Drüsen. Aber wer das verursacht, das wissen sie immer noch nicht. Es ist nur ein neues Erklärungsmodell. Aber wir können Phytohormone wahrnehmen. Frauen beweisen uns das jeden Tag. Und durch das Rauchen können wir Phytohormone wahrnehmen. Besser als das Rauchen wäre noch
ein Vaporisieren, weil wir dann von niedrigeren Temperaturen langsam hochsteigen und bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Sachen sich lösen und in die Lunge kommen. Beim Rauchen in der Pfeife geht das auch besser als in der Zigarette, weil oben durch die Glut nach unten durchgehend die Sachen verschieden erhitzt werden. Und wenn es dann unangenehm wird und ich aufhöre, mein Körper sagt mir ja, wann genug ist, muss die Pfeife noch gar nicht durchgeraucht sein, wird ausgemacht, dann sagen andere, da ist doch noch was drin, was du rauchen kannst, aber vielleicht hatte ich schon genug von den Wirkstoffen. Was kann ich für dich tun? Ach so, ich dachte, du wolltest was sagen. Von den Elfen oder Trollen oder Feen zu den Phytohormonen. Wer kann alles von euch Phytohormone wahrnehmen? Weil alle Frauen müssten jetzt ja die Hand hochrecken, ne? Und die Männer? Wisst ihr nicht? Probiert das doch mal aus. Jede Pflanze, die ich klein mache und trockne und hier reinstecke und anzünde, kann mir, wenn ich mir die Ruhe und die Zeit nehme und die Übung kriege, üben heißt immer wieder versuchen, sagen, wie die Pflanze zumindest auf mich wirkt. Und wenn man mit Pflanzen arbeiten will, kann man sich ein Buch nehmen und das erlesen. Aber die eigene Erfahrung ersetzt das nicht. Was wollt ihr noch wissen? Ich habe jetzt schon ganz gut verstanden, welche Pflanzenstoffe auf jeden Fall günstig sind in der Rauchmischung. Aber es klingt ja so, als hättest du da so mehrere zur Auswahl. Was sind denn so die Ziele, die man dann vielleicht erreichen oder verfolgen könnte? Ich weiß doch nicht, welches Ziel du hast, warum du rauchst. Ja, es sind so bestimmte Rauchmischungen, wo man sagt, die hat viel Chance auf die Eigenschaft. Selbstverständlich. Wenn jemand zum Beispiel heilen möchte, dann ist es sinnvoll, dass er in seine Rauchmischung zum Beispiel Engelstrompete reintut, weil Engelstrompete dem Heiler Wissen bringt. Gibt es ja noch mehr Beispiele? Ja, zig. Jede Pflanze hat seine Wirkung. Da gibt es solche dicken, fetten Wälzer, die kann man sich alle durchlesen. Oder du musst mit mir darüber reden, welche Wirkung du haben willst, und da kann ich nach meinem Wissen zusammenfassen, was ich denke, was gut für dich ist. Lass dich dann durch die Kräuter riechen, biete dir die an, von denen ich glaube, dass sie dir helfen. Deine Nase sagt dir dann, ob du sie reinhaben willst, und dann würde ich individuell für dich eine Mischung zusammenmischen. Von den Kräutern, die ich habe. Und dann könntest du noch das zusammenmischen, was ich nicht habe, weil ich nicht alle Kräuter habe. Ja, es gibt ein Kraut, das heißt Baldrian. Das Kraut Baldrian ist sehr gut untersucht worden. Das Kraut Baldrian mag nicht erhitzt werden. Das Kraut Baldrian verschiebt Schlafphasen hin zu richtig, so wie es biologisch richtig ist. Es gibt ein Kraut, das heißt Cannabis, und das verschiebt die Schlafphasen. Um richtig wach aufmerksam zu sein, um richtig wahrnehmen zu können, ist es notwendig, genug zu schlafen. Und genug schlafen heißt nicht morgens später aufstehen, sondern abends rechtzeitig ins Bett gehen. Man kann das natürlich mal aussetzen, weil man Party macht. Aber das genug schlafen liegt immer dann drin, wenn man rechtzeitig anfängt. Und Baldrian verschiebt die Schlafphasen. Baldrian ist aber geraucht nicht besonders wirksam. Baldrian ist getrunken sinnvoll. Kaltes Baldrian gerieben, in kaltes Wasser 12 Stunden kalt ziehen lassen, abgeseiht und dann kalt getrunken, morgens und abends eine Tasse, einen Monat lang, bis hin zu 3 Monate lang, macht die Schlafphasen wieder heile. Und wenn ich gut ausgeschlafen bin, kann ich morgens besser lernen. Ginkgo riecht den an. Ginkgo kann man auch rauchen. Nikotin macht den schneller. Nikotin kann man auch rauchen. Cannabis, das einzige Kraut gegen Dummheit. Es lässt Gehirnzellen wachsen. Alte marokkanische Weisheit.
Ein Krümel ist genug, ein Krümel macht dich klug, jedoch ein dicker Brösel macht dich dafür zum Esel. Und wenn Gehirnzellen wachsen und der Mensch selber noch wächst, kommen zwei Wachstumsimpulse zusammen, das gibt Knatsch. Deshalb Personen, die noch wachsen, Frauen bis 21, Männer bis 24, sollten tunlichst die Finger davon lassen. In diesem Zeitrahmen ist es kontraproduktiv. Moderne wissenschaftliche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass Leute, die relativ häufig Cannabis rauchen, allerdings dümmer sind, als sie wären, wenn sie es nicht tun würden. Ich bin nicht so ganz schlau, wie Sie das rausgefunden haben, aber die modernen Wissenschaftler sagen das. Das heißt, zu viel ist immer ungesund. Aber eine kleine Menge, ein Krümel, sollte helfen. Dies war kein Aufruf zum Gebrauch illegalisierter Substanzen. Das könnte man machen, um besser lernen zu können. Was ist mit jungen Menschen, also die jetzt noch wachsen? Was könnte man denen zum Rauchen empfehlen? Habe ich ja gesagt, alles bis auf Cannabis und vor allen Dingen genug schlafen. Das heißt, einmal die Woche, Freitag, Sonnabend, Party ist in Ordnung, aber Sonntagabend, Montagabend, Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstagabend rechtzeitig ins Bett gehen, sonst ist das mit dem Lernen schnell nicht mehr so gut, wie es sein könnte. Und da kann man natürlich auch noch die Königskerze dazu machen, weil sie den Kopf aufmacht. Ja? Du hast ja aufgezählt auch Alkaloide, also Nachtschattengewächse, heimische. Da würde mich die Dosierung interessieren, weil es ziemlich starke Pflanzen. Welche Pflanze interessieren? Nein, bei heimischen Nachtschattengewächsen. Würde dich was interessieren? Das ist für mich eine Dosierungsfrage. Also hierbei? Wenn du langsam rauchst, kannst du aufhören, wenn du genug hast. Wann immer du es sonst zu dir nehmen willst, essen, trinken oder rektal oder vaginal, solltest du eine große einheitliche Masse machen, damit du dich ganz langsam in diese Masse hineinsteigern kannst und rausfinden kannst, wie viel du brauchst. Das heißt, du musst für dich selbst eine Dosisfindung machen und du musst für dich selbst eine Masse machen, die lange hält, aber nicht die Stoffe tot macht. Das kann man bei mir im Laden lernen. Oder ich habe es vielleicht schon vorrätig im Laden. Gibt es eine Pflanze, wo es die sowas ähnliches produziert, also Weihrauch, also Balsamgewächs? Nochmal, ich habe das nicht. Ja. Dasselbe wie Olivanum, ne? Also ja. Und das kommt ja beides jetzt, ist ja, dann kommt der Weiß nicht. Ja. Ja, Bernstein. Weihrauch, Olibanum sacra, der Saft aus dem Olibanum sacra, der richtige Weihrauch. Kopal im Original aus dem Kopalbaum. Mastix aus dem Mastixbaum. Weißharz von Weißtannen. Da oben zu ernten, wo die Tannenzapfen dran sitzen, muss man verdammt hoch. Kiefernharz nicht ganz so doll wirksam, aber unsere versteinerten Harze werden auch geraucht. Die Schamanen im Himalaya haben sehr häufig Ostsee-Bernstein, den sie rauchen. Klein mörsern und mitrauchen. Kleine Menge. Das geht, das funktioniert, das haben wir da. Zurzeit ist es kein Handelsgut. Zu Zeiten der DDR wurde in Deutschland, also im Osten Deutschland, Kiefern geharzt. Dieses Harz wurde für Industrie benutzt. Das hätte man auch mit rauchen können. Das Harz der Weißtanne ist das Beste, was wir hier haben, jedenfalls meines Wissens nach. Und je heller das Bernstein, desto eher dürfte es da dran kommen. Ja, und? Ich verwende das häufiger. Ich tue häufiger Bernstein in die Mischung rein. Ich habe auch Weißtannenharz, ich habe auch verschiedene andere Harze und je nach Bedarf nimmt man verschiedene Harze zum Reinmischen. Ja. Zum Göttlichen? Ja, so, um das mal ganz pauschal zu sagen und um mich nicht zu doll zu verrennen, weil ich weiß gar nicht so genau, welches Harz welche Göttlichkeit anspricht. Aber generell ja und dann mache ich das häufig nach Gefühl und Wellenschlag. Ja, erst da hinten und dann...
sexuell destimulierend, einschlafanstoßend, Aggressionen auslösend. Wenn du also jemanden verprügeln willst, hilfreich. Wenn deine Frau nicht vögeln willst, hilfreich. Und wenn du nicht einschlafen kannst, auch hilfreich. Geht auch Rauch oder dem Hopfen ist es egal, wie du ihn zu sich nimmst. Okay? Gut. Was lacht ihr? Ich wette, die Hälfte von euch trinkt Bier. Also wenn ihr eure Frauen beglücken wollt, wenn überhaupt, dann erst nach dem Sex. Und wenn ihr wissen wollt, warum viele Frauen den Mann nicht schmecken mögen, küssen mögen, wenn er ein Bier gesoffen hat, dann wisst ihr jetzt spätestens warum. Was sagtest du? Das kommt darauf an, ob du ein schnell hastig Raucher bist oder ob du ein gemütlich ruhig Raucher bist. Der schnell hastig Raucher, der wird süchtig und wird vom Nachtschattengewächs Tabak krank und kann das bei allen anderen auch werden. Der gemütlich ruhig Raucher, der 2, 3, höchstens 4 am Tag raucht, weil er dann ja genug hat, dem wird das viel weniger passieren, wenn überhaupt. Es ist doch der Nachtschatten egal, welche du nimmst. Möchtest du die Göttin der schwarzen, dunklen Wälder haben? Oder hättest du gern das am Zaun hochrankende? Oder hättest du gern das Kämpferische? Such dir doch den Nachtschatten aus, der dir Spaß macht. Und wie sieht es da aus mit der Hatte ich doch gerade gesagt. Ja, also ich meine, wenn du ein hastig Raucher bist, ja, und wenn du ein langsamer Raucher bist, weniger. Ja, bin da gleich hinten. Ich habe noch eine Frage zu einer speziellen Mischung auch. Da hat mich das gerade daran erinnert, was du gesagt hast mit der Masse, die man haltbar macht. Und was ist denn mit Flugsalbe? Kannst du sagen? Ich habe dich akustisch gehört, aber den Inhalt noch nicht ganz verstanden. Ich weiß noch nicht genau, was du wissen willst. Da hast du selbstverständlich recht, ja. Gibt es das bei dir im Laden und für was würdest du das empfehlen? Jetzt haben wir Folgendes. Ich bin Küchenmeister, Diätkoch. Ich darf über die Ernährung auf den Körper einwirken. Das heißt, wenn ich dir Flugsalben verkaufe, würde ich mein Fachgebiet vermeiden oder entscheidend überschreiten. Formalrechtlich ist das ein Problem, wobei ich dir beibringen kann, wie man das macht. Okay? Wir haben eine formalrechtliche Sache und ich begebe mich einfach ins Gefängnis, wie bei Monopoly. Ne? Gehen Sie ins Gefängnis, gehen Sie direkt dorthin, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht 4.000 Euro ein ins Gefängnis. Das darf ich einfach nicht. Das ist auch ganz gutem Grund so, denn jetzt sind wir wieder bei Überdosierung. Wenn ich davon zu viel in meinen Körper einfüge, egal ob ich es auf einen Besenstiel nehme und darauf reite, das können Männlein auch, und Schleimhäute nehmen das Zeug gut ein, auch wenn ihr die Hände vors Gesicht schlägt. Denn wenn jemand eine Hexensalbe macht, dagegenüber gibt es ein gutes Buch von Patricia Ochsner über die Hexensalbe, wenn ihr es lest und das dann macht, dann wirkt das nicht. Und die Patricia Ochsner war schlau, die hat nur was Wahres geschrieben, aber sie hat 2 Sachen weggelassen, damit niemandem was passiert. Denn Tote sind einfach keine gute Reputation, weder für sie noch für mich. Das Gefährliche ist, ich führe es vaginal oder anal ein, dann ist der Körper extrem aufnahmefähig. Auf die Haut ist er sehr wenig aufnahmefähig. Ich müsste die Haut vorher aufnahmefähig machen. Und das tut meistens weh. Aber ich liebe Sadisten. Und Masochisten vor allen Dingen. Was hast du für eine Frage? Mir geht es um Inhibitoren. Das ist zu leise, nochmal. Inhibitoren für, tut mir leid, ich bin Koch, Küchenmeister, Diätkoch, du hast mich mit deiner Wortwahl komplett überfordert. Ich kann das nicht. Frag einen Chemiker, Biologen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich kann sowas nicht. Es gibt ja so verschiedene Sachen, die vegan und normale. Ja, die gibt es. Das Kraut kenne ich oder den Samen kenne ich. Ich frage mich, ob es dazu Alternativen gibt, die hier direkt in der Umgebung wachsen.
Das kann ich dir jetzt spontan nicht beantworten. Ich müsste erst noch weiter nachdenken, in meinem Wissenschaft forschen oder in meinen Büchern lesen. Ich bin da zu unsicher, um was zu sagen. Ich würde eher was Falsches sagen. Ich mag das lieber jetzt gerade nicht tun. Das letzte, darüber nachgedacht, dann habe ich nicht mehr verstanden. DMSO, das ist ein Lösungsmittel, was... Welche, wie heißt das, das Wort? DMSO. Kenne ich mich nicht aus, habe ich keine Ahnung von. Das kann man eigentlich auch in der Apotheke kaufen. So. Es wird auch in Handcremes zugesetzt, um ja. Sachen Haut... Ich vermute jetzt mal was. Ich vermute mal, dass das aus einem Pappelextrakt gleichkommt. Pappel ist das, das die Haut durchlässig macht. Außerdem das Röten der Haut, das heißt eine schöne Gerte und die Haut röten. Oder Paprika-Wirkstoffe, Peperoni-Wirkstoffe auf die Haut kriegen. Das hilft auch, um die Haut zu röten. Aber vorsichtig, Leute, wer sich damit anlässt, ist extrem schnell bei einer Überdosierung. Es ist extrem schnell. Wenn die Haut erstmal aufnimmt, ist es extrem gefährlich. Man muss sich da sehr, sehr, sehr vorsichtig rantasten. Ich warne deutlich davor. Wir müssen leider gleich zum Ende kommen, beziehungsweise wir haben ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil dieser letzte Vortragslot offen war. Ich weiß nicht, vielleicht noch eine Frage oder so. Oder zwei oder drei. Kann ich das da ausprobieren, was auf dem Tisch steht? Nachher draußen, ja. Wenn du einfach nochmal ein, zwei Worte sagst, ganz andere Ebene, weil du hattest am Anfang gesagt, irgendwie Leute kommen dann da und dann erzählen sie erstmal zwei, drei Stunden. Nee, ich mache so einen Abgleich mit dir, was du über Verdauung und Konservierung weißt. Und wenn ich sehe, dass da nach meinem Dafürhalten Lücken sind, versuche ich sie zu füllen. Und mehr ist das nicht, bloß ist ein sehr intensives Kennenlernen zwischen dir und mir, damit ich weiß, wie viel ich dir zutrauen kann und du dich trauen kannst, mir was zuzutrauen. Und hinterher sind wir beide in Augenhöhe miteinander und können dann versuchen, ordentlich miteinander umzugehen. Und ich bin sicher, dass du dann mit meinen Sachen umgehen kannst und dir nicht so was Nettes passiert, wie du kaufst das Fläschchen, stellst es zu Hause hin, wachst am nächsten Morgen auf, das Fläschchen ist explodiert und du musst die Küche neu streichen und stellst dann fest, die Farbe kommt durch die Tapete durch, du musst den Putz abkratzen und neu verputzen und neu streichen. Das kann man vermeiden. Und damit solche Sachen vermieden werden, gibt es so eine gründliche Aufklärung und danach kommen die Informationen zu den einzelnen Pflanzen, die du haben willst. Ja? Was war da eben noch? Ja, dann, ja? Wie ist das so, wenn man dann zu dir kommt? Also, du musst dich da vorher anmelden oder kommt man einfach so? Ich habe so eine Internetseite, die heißt zaubertrank-hamburg.de. Da gibt es so einen Unterpunkt, der heißt Termine. Und wenn man da reinguckt und dort ist ein Aushaustermin, kann man sicher sein, dass ich nicht da bin. Ansonsten bin ich in 99% der Fälle da. Wenn man von weiter her kommt, ist es natürlich schon schlau, das abzufragen. Aber in der Regel bin ich nur ganz kurz weg, weil ich wohne direkt an meinem Laden. Okay, dann würde ich mal sagen, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich. Danke für eure Hilfe. Es war nett, dass ihr hergekommen seid und mit mir gespielt habt. Ich habe ja da einen Stand auch in der Ecke ja? stehen. Vielleicht gibt es ja auch noch die Gelegenheit, in der Pause den einen oder anderen nicht nochmal anzusprechen. Katzenminze, sagt ihr das was?